Willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Es geht weiter, werte Freunde. Ja, das letzte Mal habe ich mich bzw. euch gefragt, soll ich denn etwa schon hier sein? Es geht um die dritte Quest mittlerweile schon mit Hexard. Und dieses Gebiet ist so gefährlich, dass mir selbst die kleinsten Spinnen richtig viel Damage machen und Fallen begegnen uns, die wir nicht entschärfen können. Ich bin ein bisschen verunsichert und ja, ich konnte auf eure Antwort gar nicht warten, denn ich habe den Part ja schon im ich muss ja dieses Wochenende noch einen Part machen und deswegen habe ich den im Voraus aufgenommen und ja, deswegen bin ich jetzt auf mich alleine gestellt, wie ich das nun hier angehen soll. Daher nicht wundern, falls ihr schöne Tipps gegeben habt, aber ich nicht drauf eingehen, nur damit ihr Bescheid wisst. Okay, also wir wissen, dass wenn wir hier jetzt durchlaufen, dass wir definitiv Stachelschaden bekommen weil Yoshimo hier einfach keine Fallen erkennen will, beziehungsweise die Fallen sind ja offensichtlich und die sind einfach nicht zu entschärfen. Ich bin mir sicher, dass das Problem ist nur, wenn wir jetzt über die Stacheln gehen, dann kommt ein ekliger Feuerzauber. Vielleicht könnten wir zumindest den entschärfen. Das wäre noch ein Versuch wert und hierfür gibt es vielleicht einen Mechanismus. Wartet mal, Leute, habe ich... Ah doch, den habe ich mir angeguckt, ja genau. Was auch noch ein bisschen fraghaft ist, sind diese vier Items, die ich hier bekommen habe. Gerade überlegt, eins dieser Items da reinlegen, damit die Stacheln vielleicht deaktiviert sind. Aber ich habe überhaupt keinen Hinweis, was da reingehört, wenn dem so wäre. Das ist einfach nur ein Knilch, nichts zu erkennen und ich habe vier Items. Also, wenn ich nicht mal einen Ansatz habe, dann wird das wohl kein Rätsel sein, ne? Dann ist das nur hoffnungsloses Rumprobiere. Gut, dann werden wir jetzt mal Yoshimo voll heim mit der Hoffnung, dass wir den Feuerzauber drüben deaktivieren können und vielleicht auch die Stacheln, wenn jemand drüben ist. Mal gucken. Wollen wir mal anfangen zu heilen. Ich meine, das braucht er sowieso. Geht nicht in die Stacheln, gut. Mal wieder die kleine Magie los. Bei Yoshimo geht das relativ schnell, der hat ja nicht so viel. Muss man sich mal überlegen. Ich habe fast das Doppelte wie Yoshimo. Das ist schon ein krasser Unterschied. Ich hoffe, er kriegt nicht zu viel Damage, wenn er jetzt gleich über die Stacheln läuft. Was braucht ihr? Modus ist er auf jeden Fall noch. Ich versuche schnell durchzukommen. Ich bleib mal so seitlich. Ah ja, stimmt, da kamen ja noch Gegner. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Die sollen aber auch Damage bekommen. Alles andere wäre unfair. Natürlich bekommen die überhaupt keinen Damage. Okay, das war jetzt dumm, weil ich habe die Gegner vergessen. Die zwei. Ja. Das ist ein bisschen ungeschickt. Ich kümmere mich drum. Aber gut, die hauen wir schnell um. Dieser Ort ist echt seltsam, was er auch. Das ist die erste Kiste, die ich nicht mal anklicken kann. Was für ein seltsamer Ort ist das bitte? Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. So, das war jetzt natürlich ein bisschen doof, dass wir. Dass ich die Gegner vergessen habe. Kann man gerade wieder mit dem Heilen anfangen. So. Okay, auf ein neues. Yoshimo ist bereit. In den Modus speichern und durch. Ist schon böse. Okay, wie wär's mit der Falle? Irgendwo hier kam sie, ne? Hey, keine Chance. Das ist so ein Dreck. Und die verfallen zu Staub? Oh nein, was kommt jetzt? Ein Djinn? Ein wütender Djinn? Nicht euer fucking Ernst? Okay, Yoshimo wird das nicht schaffen eventuell. Weil jetzt greift der Djinn ja auch noch ihn an. Du gehst ganz weit weg. Ganz weit. Okay, okay, stopp. Sagt mir, was zu tun ist. Yoshimo darf sich den heutigen Tag freinehmen. Okay, okay. Auf Eri jetzt wieder einzuschlagen, finde ich aber auch nicht so geil. Könntet ihr bitte den Djinn... Okay, sehr schön. Der hält wenigstens nicht viel aus. Die Gegner
halten nicht viel aus, ne? Aber was sie austeilen, das scheint der Region wohl normal zu sein. So, jetzt habe ich hier einen Haufen Blödsinn liegen. Wo ist denn das Zeug vom Chin? Auch immer nur diese dumme Säbel plus 1. Was will ich denn damit? Okay. Ihr seid direkt hier. Ich habe echt ein gutes Gefühl, aber wir bleiben jetzt am Ball, Leute. Wenn ich mich durchpennen muss, nach jedem Raum, ist mir egal. Wir ziehen das jetzt durch. Ich bin bereit. Hast du nochmal einen? Ja? Haben wir noch bessere Heilung? Ja. Immerhin. Ihr zeigt mir wohin. So. Wurde aber auch Zeit. Eine Allheilung wäre jetzt gut, ne? Aber ich glaube, die habe ich schon verbraucht. Aber... Moment mal. Hier übersehe ich gern die Allheilung. Ne, ich glaube, die müsste hier sein. Und bei Chihara wird auch nichts sein. Ich glaube, ich hole aber so eine Nymph und die soll Allheilung machen. Es ist gerade so günstig, der Moment. Deswegen. Wo haben wir sie denn? Nein, das sind Insekten. Ich bin wieder blind anscheinend. Die habe ich gar nicht. Das ist ja doch das hier, ne? Sogar zweimal. Waldgeschöpfe. So. So, Allheilung bitte. Auf die Gruppe. Oh, tat das gut. John könnte noch ein bisschen was gebrauchen. Die Dienerin der Natur ist bereit. Moment, hat das Waldgeschöpf noch normale Heilung? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Kannst du noch das auf dich sprechen? Und... Ich warte auf euren Befehl. Dann heilen wir uns noch ein bisschen durch, würde ich sagen. Zumindest beim Helden hier. Was kann ich tun? Bei dem guten John. Ja komm, du kriegst noch die fette Heilung, dann sollte gut sein. Oder eben auch nicht, es ist so krass. Ah, da kommt noch was. Oder? Ah, ja, okay. Die hat natürlich ein bisschen länger gedauert, die große Heilung. Ja gut, so können wir es erstmal lassen. Dann speichere ich und wir gehen weiter. Wir müssen ein bisschen auf den Loot achten. Weil der Chin hat ja im Grunde nichts Spannendes getroppt. Ist schon naja. Geschehen. Geld, stopp. Jetzt geht die ganze Gruppe da halt durch, ist mir egal. Manche kommen hier überhaupt kein... Hallo? Ja, ich bin dabei. Ich hätte sie einzeln schicken sollen, verdammt. Manche laufen mir, gar nicht. Was ist denn los? Ich warte. Ja, du wartest, ich merk's. Ja. Hast du eine Krankheit, dass du nicht mehr laufen kannst? Verdammt. Was ist denn das jetzt? Schutz vor Säure. Hä? Du kannst doch laufen. Oh. Warum hast du auf einmal so eine schwere Traglast? WTF? Woher kommt diese Traglast auf einmal? Oh mein Gott. Aber die Werte sind nicht runter. Was ist denn jetzt hier so schwer? Also ich fühle mich verarscht in dem Gebiet, ganz ehrlich. Laden. Wie wär's denn jetzt mit einer zünftigen Prügelei? 701. Nee, Quatsch. Lips, 70. Er hat 70 von 220. Was war denn gerade so schwer bei ihm? Das macht ja gar keinen Sinn. Naja. Wir schicken die jetzt einzeln durch. Vielleicht erschließt sich es sich dann. Ey, dieses Gebiet nervt doch nur, oder? Ihr fühlt euch plötzlich von einer übermäßigen Last beladen und seid außerstande weiterzugehen. Warum? Wieso nur John? Die anderen haben das nicht. Das ist ja dumm. Und frech vor allem.
Okay, wir testen das nochmal in Ruhe mit allen anderen. Ja? Schneller als Chick-Ticker, schnell. Gucken wir mal. Harry kommt durch. Hexard? Oh, das wird wehtun bei Hexard. Obwohl bei Harry, die ist ja noch schwächer, sehe ich gerade. Kam deutlich glücklicher durch. Wartet mal, diese zweite Reihe ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja. John bleibt hier. Alles klar. Mal gucken, ob die da überhaupt durchkommt oder ob sie stirbt. Ja, klar. Alles klar. Ja gut, ich bin ja froh drum. So, dahin. Minz kommt auch durch. Wenn auch ein bisschen schmerzhafter wie die anderen. Ich denke, ich bin... Ich kann auch auf einer Nadelspitze... Das ist ja mysteriös hier. Autsch, autsch, autsch. Warum gibt's eigentlich keinen Teleportzauber? Wahrscheinlich gibt's einen, ich bin nur doof. Die Dienerin der Natur schon erledigt. Wusch. Macht eh keinen Unterschied, tut überall 3 bis 4 Mal weh. Ja, nur John darf jetzt nicht durch, oder was? Was ist denn das für eine Diskriminierung hier? Ich hoffe, das bringt was. Tatsächlich. Okay. Gottes Kinder dürfen da anscheinend nicht durch. Ich verstehe. Dann gehen wir ohne John weiter. So hart wie das auch klingt. Ich mag's gerne etwas. Aber was soll ich denn tun? Und ich schlage, wo immer ich habe keine Wahl. So, Leute. Wir gehen weiter. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ohne John. Aber wir probieren's. There's no shroud here. Let's move on. Okay, ja, ich will aber mit denen reden. Weder zurück noch sonst was. Ich sage einfach mal einverstanden. Aber ich mach's natürlich nicht. Oh. Eigentlich ist John gar nicht hier, aber okay. Ich glaube, ich werde jetzt nicht einfach sagen, dass wir das Leichentuch wollen. Deswegen, ich vermute, ihr meint mich, John McCloud. Und wer seid ihr nun? You do not recognize the august personage of Dia al-Hafiz, Premier Shahir of the Hawal Caliphate? Vergebt mir, edler Herr, ich kenne eure Namen nicht. I am the greatest Shahir in Hawal. You are nothing of the sort. All fall short of the glory of Iqbal al-Din. Dogs will eat the tongues of all those who lie and say there is any Shahir of greater power or skill than Qais Ra'id. You dare compare yourself to me, Ra'id? Hab doch gar nichts gesagt. There is no comparison to be made, Iqbal. You are dirt beneath my slippers. Also streiten sich untereinander. And you are the worms that squirm in the dirt beneath my feet, Ra'id. Wie nett. Okay. Nein. Ah, wir versuchen es mal auf die Schleimspur hier. Ihr solltet nicht so streiten. Oh, edle und mächtige Shahirs. Offensichtlich seid ihr alle Männer von großer Macht und großen Fähigkeiten. Darüber zu zanken, wer der Größte ist, erniedrigt euch nur. They are right. This bickering is beneath us. Why have you come to this place? Ich bin hier, um eine Freundin zu unterstützen. They came to help me acquire the shroud of the unproved. Hexard, sprich es einfach aus. You seek the treasure of the prophet unproved. Ist das eine Fangfrage? Nicht sein Schatz, nur sein Leichentuch. Then you seek your own doom. Super, ey. Danke, Hexard. Ich hab's gerade im Griff gehabt. Okay, mal gucken, wie die drauf sind. Ohne John.
Ach so, du machst mit dem Teil rum, okay. Vielleicht sollte ich Zauber sprechen, aber ich gucke erstmal, was die machen. Oh Gott. Ich mach hier nicht mal ein Damage. Kackzauberei. Hä? Wieso jetzt nochmal das... Hä? Was ist denn jetzt los? You do not recognize the august personage of Dia Al-Hafiz. I am the great... You are nothing, dogs really. There is no command. And you are the worms, that's right. Why have you come to this place? Das betrifft euch nicht. Das betrifft uns nicht. Wir sind die Ehrengarde des Unbekannten, ihr elende Tölpel. Den Grund für eure Anwesenheit hier herauszufinden, ist unsere einzige Sorge. Eure Worte sind verschwendet an solch unwissendes Pöbel. Ich werde eure Anwesenheit nicht mehr länger dulden. Sterbt. Also es führt so oder so zum Kampf, leider. Aber ich schaffe ja nicht mal hier... Was machen die denn? Oh Gott, jetzt kommt's, ey. Verwirrung. Oh mein Gott, wo bin ich hier nur gelandet, Hexer? Ich hasse dich. Ich schmeiß dir gleich aus der Gruppe und scheiß auf das letzte Quest. Es fehlt nicht mehr, Leute, es fehlt nicht mehr viel. Ich habe so lange gewartet, dass die aus der Gruppe fliegt. Jetzt hat die ewigste Questreihe von allen, von der gesamten D&D-Reihe. Und ich krieg die nicht raus. Und dann haut sie mir noch so ein Drecksquest rein. Oh, wo John nicht mal mit kann und ich die Fallen nicht wegmachen kann. So eine Scheiße. Mann, ist die Waldnymphe noch da? Gut, da macht die schnitzlich. Ist natürlich alles ein bisschen überspitzt jetzt gesagt. Ach, ich dachte, sie hätte zweimal die Gruppenheilung. Da habe ich mich wohl vertan, schade. Gut, ich probiere das jetzt anders, Leute. Die sind mit ihren Fallen so hier so heimtückisch, da muss ich auch heimtückisch sein. Mal gucken, ob wir eine Chance haben. Ich hier jetzt aufmache und eine Todeswolke einfach reinpfeffer. Mir doch egal. Sollen sie sich im Nebel des Todes, sollen sie sich von mir aus zanken. Aber jetzt mal gucken, wie weit ich noch gehen darf. Okay, da ist der Erste. Bleibe ich so stehen. Todeswolke hierhin. Und danach mache ich die Tür zu, als wäre nichts geschehen. So. Ich sprich den Zauber. Sprechen ganz schön viele Zauber. Ich kriege jetzt kein Damage mehr. Habt ihr tatsächlich die Wolke weggemacht? Zauber wirkungslos. Jetzt haben sie diese Schilde, ne? Aber ich habe ihnen Damage gemacht. Ich müsste ja im Grunde jetzt nur warten, bis ihre Zauber aufhören und hau dann nochmal was rein. Ey, ganz ehrlich, die sind mir andernfalls viel zu anstrengend aktuell. Wenn ich das hier nicht schaffe, die Möglichkeit bestünde, dass ich Hexard rausschmeiße, endlich mich mit anderen Charakteren rumtrolle und irgendwann, wenn ich Bock drauf habe, im High-End-Game, hole ich mir Hexard und mach das hier fertig. Wäre eine Möglichkeit. Aber noch bin ich hier drin, noch habe ich meine Motivation nicht komplett verloren. Und ich glaube... Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht immer noch an gleichen Ort und Stelle stehen, ne? Oder ob die sich... Ja, die sind jetzt pisst. Shit, jetzt habe ich sie... Vermutlich... Ja, jetzt habe ich sie getriggert. Das war jetzt nicht meine Absicht, natürlich. Haben wir Damage bekommen? Haben Damage bekommen. Und das nicht so knapp. So. Erstmal weg aus der Schusslinie. Weiß nicht, ob die jetzt kommen. Die haben Damage bekommen. Die scheinen nicht zu kommen. Dann gibt es jetzt nochmal ein... Obwohl, ich mach mal ein Save. Wenn die Todeswolke jetzt nämlich nichts bringt, dann würde ich nochmal laden, weil wir haben die nicht unendlich. Ja, kannst die Tür verzaubern, wenn du Bock hast. Fehlschlag beim Zaubern. Geil. Und sie erleiden Gift, alle drei. Und diesmal scheinen sie sich dagegen nicht zu schützen.
Tja, so kann es halt auch laufen. Einer ist tot, 12.000 Erfahrungspunkte. So macht das Spaß. Ich kann auch hinterhältig kämpfen. Der nächste ist down. Deine Steinhaut wird dir auch nicht helfen. Und der nächste ist down. Sehr schön. So läuft nämlich die Sache. Ach, warum darf John da nicht durch? Ey, ich raff's nicht. Hat schon irgend... Ja. Oh, Leute. Ich weiß warum. Es liegt an diesen Items, oder? Moment mal. Das würde doch Sinn ergeben. Ich hoffe, das bringt was. Dass ich die nicht mitnehmen soll. Das testen wir mal eben. Ich leg mal diese vier seltsamen Items weg. Das war auch eins der vier, ne? Oder? Zwei, drei. Ja, anscheinend. So. Mal gucken, ob er jetzt durch darf. Ja, er darf durch. Es liegt an diesen besonderen Items. Dann wird eins von diesen Items wahrscheinlich unmenschlich schwer. Aber jetzt will ich mal was anderes ausprobieren. Jetzt laden wir das nochmal. Seid doppelt vorsichtig. Ein auf was ich bin mir Böses sicher, dass die erdenklichen Arten hoffe, von Mausefallen dort im Dunkeln nur ich stell mich auf hier hin. Zehen warten. Minz stellt sich hier hin. Mal gucken, ob das von der Distanz ausreicht, dass ich das Minsk übergebe. Ja! Und somit haben wir John auch an Bord, Leute. Wir haben das System einfach mal ausgetrickst hier. So. Okay, cool. Heißt, ich kann jetzt durch, ne? Ich kümmere mich drum. Ist ja so ein Pech. Okay, nice. Ja? Gut. Tja. Wenn der Dungeon tricky ist, dann müssen wir auch tricky sein. Los geht's. Ich glaube, hier ist alles tot, ne? Die Wolke dürfte mittlerweile auch weg sein. Cool. Jetzt kann man uns einfach umgucken. Das Gespräch nicht mal getriggert, aber wozu auch? So, hier sind jede Menge Bücher. Eigentlich müssten hier jetzt voll die fremdartigen Sag Bücher mir, sein. Es würde keinen Sinn machen, wenn jetzt genau die Bücher sind, die wir zu Hause auch immer lesen. Oder wir kriegen Schriftrollen. Das nehme ich natürlich auch gerne. Da das ja erst eine neue Quest ist, die also später hinzukam, könnte es natürlich auch sein, dass das richtig gute Schriftrollen sind. Und tatsächlich, wir haben hier die Geschichte vom unbekannten Propheten. Das höre ich zum ersten Mal. Ein verstaubtes Buch. Okay, Moment mal, bevor ich jetzt einen Haufen verstaubte Bücher mitnehme. Auch wenn ihr die fremdartigen, wie gekritzelt wirkenden Zeichen nicht lesen könnt, dieses Buch ist mit schönen Zeichnungen einer seltsamen, herrlichen Welt angefüllt, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Auf einer Seite bemerkt ihr etwas, das ihr für einen Djinn haltet, der eine einfache Lampe in der Hand hält. Steht das auch in dem anderen verstaubten Buch? Die sind unterschiedlich. Okay, dieses abgegriffene Buch sieht aus, als wäre es Jahrhunderte alt. Seine Seiten sind vergilbt und die Schrift mit der Zeit verblasst. Es ist in einer schon lange vergessenen Sprache geschrieben. Und so sehr ihr es auch versucht, es gelingt euch nicht, aus einem fremdartigen Inschriften einen Sinn herauszulesen. Interessant. Lohnt sich ja richtig hier. Ja, noch mehr verstaubte Bücher. Kann jetzt sein, dass das die gleichen sind. Nee, es ist immer wieder anders. Holy. Als ihr vorsichtig die Seiten dieses gewaltigen Bandes umblättert, stoßt ihr auf ein Textfragment, das in der Gemeinsprache geschrieben ist, auch wenn es Gekrakel eines Wahnsinnigen zu sein scheint. Legt die Hand des Anwärters in die mittlere Vertiefung. Oh, das ist ein Rätsel von diesen Items, die wir haben. Die Hand des Anwärters in die mittlere Vertiefung. Lasst die Antworten nicht im Sand der Zeit vergessen sein und lasst die Tragödie. Der Rest ist verblasst und nicht mehr lesbar. Okay. Irgendwann in der Vergangenheit hat eine ungeschickte Seele eine Flüssigkeit über die ganzen Seiten dieses alten Textes verschüttet und ihn damit zu einer verschwommenen und seltsamen Rätsel werden lassen.
Okay, was war das erste Buch? Vielleicht ist das ja auch storytechnisch. Wobei, das sieht eher nach einem Geschichtsbuch aus, dass wir endlich mal wieder am Ende des Partes lesen können, so wie wir es damals bei Baldur's Gate 1 immer getan haben, als Gute-Nacht-Geschichte. Oder je nachdem. So, hier haben wir, ich bin gleich natürlich wieder voll mit meinem Zeug. Auch wenn dieses Buch frei von Magien vollkommen inaktiv zu sein scheint, klingt das Knistern beim Umblättern der erstarrten Seiten ein bisschen wie das Prasseln eines kleinen Feuers. Das sogar tatsächlich, oh. Zu weit entfernt. Okay, kriegst du gleich, Ari. Lass mal gucken. Ich habe hier alles gecheckt, ne? Die Wandseite fehlt mir noch. Oh, ich muss jetzt erstmal... Jetzt ist doch Ari nah genug. Das sollte doch gehen. Ja. Neuer Zauber für sie. In die ganzen Bücher wird sie auch reinstecken, würde ich vorschlagen. Außer dieses eine Rätselbuch. Wenn ich es wieder finde. Und natürlich unser... Mehr kann ich nicht tragen. Oh. Tut mir leid. Ich habe etwas abgelehnt. Kein Problem. Djinn beschwören. Siebter Grad. Mithilfe dieses Zaubers kann der Anwender einen Djinn herbeirufen. Der mächtige Djinn verlässt seine Heimat, die Luftebene, um den Anwender gegen seine Feinde und in der Materiellenebene beizustehen. Während der Wirkungsdauer greift der Djinn alle feindlichen Wesen an. Nice. So, der Rest kommt weg. Aber ich habe dir jetzt... Oh shit, das Geschichtsbuch. Und das gebe ich jetzt mal Minz, damit ich die ganzen Bücher nicht verwechsle. So. Oh, voll. Oh ne, es sind beide Schriftrollen. Oh nein, warum ist das jetzt schon wieder der Fall? Och nö. Hä? Das kann ich nicht identifizieren. Zauber. Oha. Raschats Glaube plus 2. War doch was Besonderes dabei. Der Krummsäbel hat seinen Namen von einem gewissen Prinz Raschat, der einst ein kleines Fürstentum im Osten regierte. Verärgerte Palastwachen nahmen diese Klingen und einen Großteil der Besitztümer des Prinzen nach seinem Tod an sich. Welche Rollen die Wachen genau bei der ganzen Geschichte gespielt haben, ist unbekannt. Aber es gibt Gerüchte, dass alle Wachen innerhalb eines Jahres starben, getötet durch diese Waffe. Das ist eine ganz normale plus 2 Waffe. Schade. Können wir verkaufen. Erstmal rüber mit den Krams. Shit, warum sind denn jetzt die Schriftrollenbehälter voll? Das eine war doch noch gar nicht so voll. Jetzt geht's wieder los, ey, mit dem Platzsparmist hier. Ach, ich kann nur Bücher nicht. Ah, diese Art von... Ach, weil sie den gleichen Namen haben wahrscheinlich. Vielleicht stackt das deswegen irgendwie nicht oder keine Ahnung. Ich verstehe. Ja gut, dann kann ich es auch beim... zumindest. Er verkauft die Dinger ja dann. Verstaubtes Buch. Zumindest. So, das lasse ich mal bei mir. Und der Rest kommt zu Minsk. Okay, da bin ich ja beruhigt, dass mein Schriftrollenbehälter doch nicht voll ist. Ich habe das, was ich tragen sollte, fallen lassen müssen. Leider habe ich nur zwei Arme und keinen Platz mehr im Rucksack. Du kannst mir das Zeug wieder geben. Die blöden Krummsäbel halt. Aber sie sind halt plus eins, sie kann man im Grunde gut verkaufen. Ob man die Bücher gut verkaufen kann, wage ich zu bezweifeln, aber solange es noch geht, nehmen wir sie mit. So. Okay. Warte mal, irgendwo habe ich jetzt mein Krummsäbel. Oh shit, was war denn jetzt? Wahrscheinlich diese Raschats Klinge war eventuell. Oh nein. Alles an. Ist egal. Ich warte. Krieg mal schon hin. Wenn es denn ein normaler Krummsäbel war, dann spielt es hoffentlich keine Rolle, welchen ich da benutze. So, hier sind noch zwei Zauber. Yeah. Ari profitiert hier ja richtig. Ich glaube, das war's dann hier auch. Habe ich hier alles gesammelt? Ja, okay. So, dann schaut ihr das nochmal an.
Das kennen wir bereits. Zauber zurückwerfen. Diese mächtige Zauber reflektiert Magie, die auf das geschützte Wesen gerichtet wird. Das ist interessant. Der Zauber wirft insgesamt 12 Zaubergrade zurück. Das betrifft auch Zauber von Schriftrollen und zauberähnliche Fähigkeiten. Flächendeckende Zauber, die nicht auf das geschützte Wesen zentriert werden, und flächendeckende Zauber, die stationär sind, so wie zum Beispiel Todeswolke oder stinkende Wolke, sind nicht betroffen. Zauber zurückwerfen wirkt so lange, wie der Schutz nicht völlig aufgebraucht wird. Das ist richtig gut. Wenn beispielsweise noch ein Grad Zaubern zurückgeworfen werden kann, wird dennoch ein Zauber des dritten Grades zurückgeworfen. Cool. Der Zauber schützt nicht vor Magiebannen, kann dadurch aber auch nicht aufgehoben werden. Das ist nice. Das ist richtig nice, aber erstmal einen 7. Grad-Slot haben, ne? Ja. Naja, dann geht's im inneren Ring weiter. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Gute Idee. Aber okay, die Gruppe ist beisammen, das ist mir viel wert und es geht voran. Hexat, ich krieg dich noch raus, ich sag's dir. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich hol wieder ein Waldgeschöpf, die sollen uns wieder voll heilen. Na, jeder ist so ein bisschen angeschlagen. Tada. Go. Das tut gut. Was ist eigentlich das für ein Status hier gerade bei Harry? Gerade wollte ich gucken, jetzt ist es weg. Okay, auch gut. Sagt mir, was zu tun ist. Alles klar. So, okay. Also ab in. Aber es kann nicht mehr viel kommen, ne? Es ist jetzt nur noch die Mitte hier. Oder es gibt noch weitere Etagen. Das wäre natürlich übel. Schauen wir mal. Das ziehen wir jetzt noch durch. Kommt, Leute. Es ist zwar eine fiese Gegend, aber sie ist nicht unschaffbar. Komm, der Rede wert. Es sei denn, die Tür geht nicht auf. Okay, gut. Ich denke, ich bin so weit. Ich weiß, bisher hat es nicht viel gebracht, wegen Fallen zu gucken, aber vielleicht haben wir ja doch mal Glück. Ich hoffe, das bringt was. Oh Gott, was ist... Wait. Is something not right about this place? Ich dachte es mir schon. Was ist? The delicate balance. The nearly hidden wires. I see it more clearly now. Meidet die Steine mit Rissen und die Öffnungen mit Spinnenweben. Die freien Öffnungen und die unberührten Steine sollten sicher sein. Okay, keine Spinnenweben, keine Risse. Okay. Sollten? Freier Raum und schöne Steine und sind sicher. Verstanden. Okay, was schöne Steine sind, ist natürlich Ansichtssache. Okay, also die beiden gehen. Ich kümmere mich drum. So, und jetzt haben wir doch schon ein Problem. Rechts und links sind Spinnweben. In der Mitte, das sieht aus wie ein Loch. Oder ist das eine Glasplatte? Ich probiere es einfach. Okay, alles klar. Es scheint Glas zu sein. So, dann müssen wir auf die Seite, weil hier ist ja zu, wie ihr seht. Okay, das ist mal ein Ding nach meinem Geschmack. Das verstehe ich nämlich auf Anhieb. Und es ist nicht wirklich schwer. Gut, dann sammeln wir die Gruppe hier durch. Das muss ich jetzt natürlich mit jedem Charakter einzeln machen, damit nichts Dummes passiert. Aber es geht eigentlich relativ fix, denn ich kann ja... gleich hierhin. Stürz dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. So ist ja im Grunde. Denn Minsk wird dir keinen schnell gemacht, einfachen, ne? Tod gönnen. So, wichtig ist nur, dass ich die schön mittig was platziere, ihr? Ich kann auch auf einer Nadelspitze damit sie nicht tanzen. Doch irgendeinen dummen Stein mitnehmen. Okay. So, der nächste bitte. Very good. Das sind ja schöne Rätselchen. Wenn man den Ansatz kennt, dann ist das ja kein Problem. Aber ich hätte es andersrum gemacht, oder? Jetzt ohne Hilfe hätte ich auch gesagt, ja komm, wir gehen durch die schönen Steine. Ich warte auf eure schon erledigt. Aber es wäre doch lustig gewesen, wenn die sicheren Steine die Spinnen, zum Beispiel die Spinnenfelder wären. Dass man durch die muss, aber okay, egal.
Okay. Ich zähle mich zu den intelligenteren Schwertern, auch wenn ich keine besondere Ausbeutung genossen habe. Aber die Waldnymphe schicke ich einfach durch. Ich glaube nicht, dass die Fallen auslösen kann. Und wenn doch, dann sehen wir, was da für Fallen dahinter stecken. Ich hab die ja nicht gerufen. Oh, das hat sie persönlich genommen. Was für ein Timing. Alles klar, dann hat sich das erübrigt. Sagt mir was, ich bin bereit. So. Okay, gesaved. Und sieht so aus, als kämen hier nur noch zwei Räume. Ich bin gespannt. Spinne. Ich weiß, ist nicht zu unterschätzen. Wenn es viele Spinnen sind, lade ich nochmal und haue einen Feuerball rein. Okay, nur eine. Aber Fallen, geil! Naja, egal, das geht noch. Es war nur ein Festhalten, damit der Kampf mehr sackt. Aber passt schon. Hey, Kleinspinnen. Ich warte. Shit, okay, das könnte jetzt doch unangenehm werden. Wartet mal. Ah, die können nicht mal Fernkampf machen. Mal gucken, wie es läuft. Ja. Eine ist ja schon tot, aber ich sehe Yoshimo schon wieder blutig hier rumgammeln. Oh, es ist so lächerlich. Warum machen denn kleine Spinnen so viel Schaden? Ja, da ging doch irgendwas mit dem Balancing schief, oder? Das kann doch nicht so gewollt sein. Okay, laden wir nochmal. Jetzt? Es wirkt halt total strange. Ich hoffe, das bringt was. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ja? Schneller als Chick-Ticker, schnell die Falle nicht auslösen, ne? Ne, okay, dann machen wir es anders, Leute. John soll das Akku ziehen. Die Spinne soll einfach herkommen, fertig. Ja, komm her. Ah, shit, das macht sie ja nicht. Sei denn, wenn wir sie jetzt... Kannst du Türen öffnen? Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Das ist ziemlich egal, ne? Oh, aber sie kam her. Gut. Ich warte. Na dann los. So ein bisschen dumm an der Türschwelle zu kämpfen, aber mal gucken. Hauptsache. Hä? Es scheint so, dass wenn man ihr genug Damage macht, dass sie da nicht mal gebären kann. Dass wir quasi die Spinis in ihr auch mitgetötet haben. Ist nämlich schon mal passiert. Okay, nice. Das erspart uns Ärger. Was braucht ihr? Leichtfüßig und so. So, jetzt tu mir bitte die Falle weg. Irgendetwas musst du doch hier können. Wofür habe ich dich geskillt? Wenn du sowas nicht kannst. So fies. Aber gut, ist nichts passiert, Leute. Es ist nur ein Festhaltezauber, damit der Kampf nervt. Wir warten jetzt einfach ab, bis es weg ist und gut ist. Ja, Mensch, das geht doch noch. Als nächstes geht's da rein, aber dieses Ding will ich mir auch noch genauer angucken. Jo, Yoshimo. Ich warte jetzt einfach, bis der Zauber weg ist. Was soll ich sonst tun? Kann natürlich noch ein bisschen dauern. Aber hey, wir kommen voran. Sorry, wenn ich gestern und heute vielleicht stellenweise ein bisschen angenervt war. Es ist einfach die Gesamtsituation, Leute. Ich meine, wie viele Parts renne ich schon rum und will Hexard loswerden? Ich habe mir das halt anders vorgestellt. Und wenn man, und dann will man es halt schnell endlich fertig haben und dann wird man hier aufgehalten und dann, ne? Ja. Denkt man sich auch manchmal so. Aber es passt alles schon. Ich mag das Spiel. Sagt mir, was zu aber ich mag Hexard nicht mehr. Auch wenn sie dafür nichts kann. So. Dann gucken wir mal. Da kann ich was dran machen. Ich warte. Legt eure Hand in meinen Mund. Moment, wie war das? Wie war das? Legt die Hand des Anwärters in die mittlere Vertiefung. Lasst die Antworten nicht im Sand der Zeit vergessen sein. Und lasst sie... Ja, schwierig. Okay, wir gucken mal, was passiert. Gute Idee, das mir zu übertragen. Okay. Dann speichere ich nochmal und los geht's.
Wer will die Grabstätte des unbekannten Propheten betreten? Antwortet jetzt oder kehrt dorthin zurück, von wo ihr kamt. Ich bin John McCloud. Beantwortet meine Frage, John McCloud, und erweist euch als würdig. Vier Hakima sagten die Geburt des großen Propheten voraus. Wie lauten ihre Namen? Oh, die Namen von den Deppen. Oder was? Shit. Ich habe mit den Fragen einmal ein interessantes Gespräch geführt, aber in ihren Namen kann ich... Moment mal, welche... die vom Anfang... Am Anfang standen die rum, ne? Shit. Hatten die so Namen? Amina? Aber irgendwie sagt mir Malika was. Hetrin, Getrin, Zetrin? Ich glaube, ich nehme die Nummer 3. Ich nehme die Nummer 3, aber ich habe keine Ahnung, ist geraden. Ihr kennt die Namen nicht. Legt eure Hand in meinen Mund. Oh, oh. Wie ihr möchtet. Hä? Wenn mich nicht rasch jemand heilt, wird das ein verdammt kurzes Abenteuer. Hat er mich jetzt gedamaged? Er leidet Schaden, 6. Okay. Waren hier nicht solche Leute? Kann jetzt natürlich nicht nachgucken. Dann muss ich wieder durch die... Ich lade das dann einfach. Ich laufe jetzt zwar hin. Und danach lade ich, wenn ich die Namen kenne. Wenn das überhaupt die richtigen sind, aber ich denke schon. Wer sonst? Oh nein, ich habe ja die Items dabei. Kann ja gar nicht durch mit den Items. Oh, ich leg die mal schnell auf den Boden. So. Durch. Schnell die Namen checken. Ja, da muss man durch. Ist ja zum Glück nicht weit. Wenn das überhaupt richtig ist. Ja, immer noch am Nerven, die Statue. Hallo, Friends. So nah und doch so fern, ne? Doch, Amina. Ah, Mann. Ich habe noch an Amina gedacht. Zucker, Bildquiz und Rapi. Achso, Rapia war... Oh. Also Rapia, Amina, Sukayana, Bildquiz. Okay. Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeck deine Nase, Bo. Denn wir ich werden zähle mich zu den intelligenteren Spalte Schwertern, auch wenn ich keine besondere Ausbeulung so, genossen habe. So, geht's. Wir stellen uns wieder vor, so. Rapia, Amina, Bildquiz und Sukayana. Ja, das sind sie. Der unbekannte Prophet starb, bevor er den Schoß seiner Mutter verließ. Wer hat ihn getötet? Ich hab's noch nicht gelesen. Es war doch ein Storybuch. Shit. Ich wollte es zum Schluss heute lesen. Ich hätte mir ja denken können, dass es ein Storybuch ist, aber ich dachte, so viel Text. Ja, vielleicht doch nicht. Oh mein Gott, so viel Text. Das ist eine etwas schwierige Frage, nicht wahr? Ich meine, er wurde nie geboren. Kann da behauptet werden, dass er wirklich gestorben ist? Das ist etwas, worüber große philosophische Köpfe Jahrzehnte oder länger diskutieren könnten. Ich bin wirklich nicht qualifiziert, dieses Urteil zu fällen. Und bei allem Respekt, riesige Steingesichter und auch nicht wirklich in der Lage dazu, findet ihr nicht auch? Alter, was für eine geile Antwort eigentlich. Ich probiere es mit der ersten Frau des Kalifen, Rafija. Es war anscheinend richtig. Wer ist der Vater? Oh Gott, Leute. Ja, denn wenn es eben die erste Frau des Kalifen war, dann, obwohl, könnte ja auch sonst wer sein. So ein kleiner Bastard. Wer weiß. Ich nehme den Kalifen. Ihr wisst nicht, wer der Vater... jetzt müssen wir das Buch lesen, Leute. Na gut, jetzt ist eh fast Ende des Partes. Ist in Ordnung. So, also nochmal laden. Aber wenigstens haben wir die Mutter sofort erraten, aber es war ja auch eine 50-50 Chance. Okay, dann lesen wir jetzt Buch. Ich war einst eine Mondklinge, müsst ihr wissen. Dann sei still, Mondklinge.
Los geht's. Ja, geil, los geht's. Wer hat das richtige Buch? Hatte ich das richtige Buch nicht extra bei John liegen lassen wollen? Ach, Mann. Wer hat denn das richtige Buch jetzt? Natürlich liegt es jetzt irgendwo bei Minsk rum, ey. Leute. Okay. Die Geschichte vom unbekannten Propheten. Gut aufpassen, Leute, wir schreiben später einen Test darüber. Vor Jahrhunderten weissagten vier Hakima in der Wüste Zakaras die Geburt eines großen Propheten, der Halvar in ein goldenes Zeitalter des Wohlstands und der Erleuchtung führen würde. Die Mutter dieses verheißungsvollen Kindes sollte eine Frau namens Badiat sein. Okay. Die nicht einmal wusste, dass sie schwanger war, bis ihr Ehemann Muhar beim Kampf gegen Banditen im Auftrag des Kalifen getötet wurde. Die Hakima luden Badiat dazu ein, unter dem Schutz des Kalifen zu leben. Schnell machte sie bei diesem Eindruck mit ihren Webarbeiten. Er fügte sie seinem Harem hinzu und befahl seinen Kaufleuten, ihr die feinsten Seidensorten aus allen Ecken der Halbinsel zu bringen. Die Erstfrau des Kalifen Rafia, die zuvor die Herrin über alle Webarbeiten im Haushalt des Kalifen gewesen war, wurde eifersüchtig auf Badiat. Mit der vierten Hakim, die eine boshafte Frau war, verschwor sie sich, Badiat zu vergiften. Die vierte, ach, das sind so viele Infos mit der vierten Hakim. Oh. Die Verschwörer töteten Mutter und Kind, was das Ungeborene zu einem unbekannten Propheten machte. So spät entdeckten die drei tugendhaften Hakima das Verbrechen und enthüllten es dem Kalifen. In seinem Zorn befahl er, alle vier Hakima zusammen mit Badiat und ihrem ungeborenen Kind zu begraben, zur Strafe dafür, dass sie nicht nur ihm gegenüber, sondern ganz Halvar gegenüber versagt hatten. Der Vater ist unbekannt, oder? Weil, so viele Hakima weiß dann ein gutes Propheten, Halvar, ne? Die Mutter dieses Vaters sollte eine Frau namens Badiat sein, die nicht einmal wusste, dass sie schwanger war, bis ihr Ehemann beim Kampf gegen Banditen im Auftrag des Kalifen getötet wurde. Ihr Ehemann Muhar. Doch, Muhar heißt er, okay. Okay, alles klar. Gut, dann probieren wir es jetzt nochmal. Ich hoffe, das bringt was. Also, Leute. Ich bin schon. So, wir haben die Frau hieß, die erste Frau des Kalifen Rafia, Muhar. So, wie lautet der Name der Mutter des unbekannten Propheten, die uns vor ihrer Zeit genommen wurde? Badiat. Oh, das ist gemein! Aber Badiat, oder? Babiat? Nee. Dabiat? Shit. Shit! Aber ich meine irgendwie das erste. Badiat? Dabiat? Ey, je länger man es sich anguckt, desto weniger weiß es. Ich versuche das erste. Oh, okay. Wie lautet der Name des Unbekannten? Hä? Der hat keinen Namen. Oder? Die haben nie... Nein! Der Unbekannte hat einen Namen? Der Prophet hatte nie die Gelegenheit, einen Namen zu bekommen. Dies ist die große Tragödie des Unbekannten. Deswegen heißt er auch Unbekannter. Aber es war richtig. Yay, Test bestanden, Leute. Ich mag sowas. Sowas ist cool. Sowas macht Spaß. Der Dungeon hat sich gerade wieder ein bisschen gerettet für mich, also die Quest. So, oh my God. What? Flies in my web? No, no, this will not do. What the? Das ist Rafia, beziehungsweise Raficha? Es geht nicht, Herrin, es kann nicht sein. Wie ihr sagt, Herrin, das geht nicht, sie können nicht sehen. Fly away, you. Go, get out. What the? Das ist ja mal eine krasse Wendung jetzt hier.
Ich bin John McCloud, ich bin wegen des Leichentuchs des Unbekannten gekommen. Wird es uns garantiert geben, dass das Leichentuch ihres verstorbenen Kindes. Tattered and old and ragged thing. What do you want with it? Ich möchte es wirklich nur sehen. Ich habe gehört, es ist wunderbar. Oh, really? You heard that? What else? Ich habe gehört, es sei eine Arbeit von erlesener Schönheit, dass auch heute noch, selbst Jahrhunderte nach seiner Entstehung, das Geschick seiner Schöpferin aus dem Stück erstrahlt und alle überwältigt, die ihre Augen darauf richten. Wollen wir die Schleimspur fahren? Ja. It was acceptable, tolerable work at the time. I have learned much since then. It would embarrass me to look upon it again. Natürlich hat sie das Leichentuch gemacht. Guck doch auf ihren Namen. Ihr seid zu streng mit euch. Lasst es mich selbst sehen, bitte. Ich flehe euch an. Das ist mir nämlich lieber, wie gegen dich zu kämpfen. Es will nichts weiter als das Leichentuch des Unbekannten sehen. Herrin, nein. Es darf nicht zugelassen werden. You forget your place, Jabira. It is my work to show, and they clearly want to see it. Gleich mit einsteigen, nee. Wir müssen hier taktvoll bleiben, sonst gibt's gleich einen Kampf. Will ich wirklich? Jabira, fetch the shroud. Das ist ja echt krass jetzt, oder? Also das finde ich jetzt stark. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich die verärgere. Wir wissen ja, wie stark Spinnen sind in diesem Gebiet. Und jetzt wissen wir auch warum. As I say, it's quite old and it is not my best work. But perhaps it's not as bad as I remembered. Okay. Oh, können wir das in die Richtung drehen, dass wir das Leichentuch entfernen, weil es jetzt zerlumpt ist? Ob sie das einzieht ohne Kampf? Weil wenn ich jetzt sage, es ist alles, was ich gehört habe und mehr, eine wunderschöne Arbeit, das impliziert ja noch nicht, dass wir das jetzt bekommen. Deswegen probiere es mal damit. Versuch ist es wert, Leute. Es muss ein Gegenstand von wahrer Schönheit gewesen sein, als ihr es geschaffen habt. Aber ihr hattet recht, es ist jetzt alt und zerlumpt. Nicht gerade würdig, den Körper des Propheten zu berühren. Es beleidigt eure Arbeit, oh sanfte Herrin. Die Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Leichentuch des Unbekannten. Okay, es ist schon mal in unserem Besitz. Jetzt die Frage, geht das ohne Kampf oder nicht? Werdet ihr es leben lassen? Auch jetzt noch? Stop your chattering, you two. They are right. The work is old. Though I have no love for the prophet, even he deserves better than this tattered rag. Okay. Sie empfindet keine Liebe für den Propheten. Na, dann wird sie auch nichts Neues machen wollen, oder? Mit allem, was ihr über die Jahre gelernt habt, ist sicher auch so. Ich wäre bereit, eure Hände dieses zerfetzten Dumm abzunehmen. Euren Bein, ihr wisst was. Dünnes Eis. Ich bin froh, dass ihr so denkt. Denn es bedeutet, dass ihr nicht verstimmt sein werdet, wenn ich es an mich nehme. Oh, ich nehme doch das Erste, oder? Alles andere klingt zu greedy. Vielleicht könnt ihr ein neues Leichentuch weben. Mit allem, was ihr über die Jahre gelernt habt, bin ich sicher, dass auch immer ihr, was auch immer ihr jetzt machen würdet, wäre es dem Alten weit überlegen, selbst als es noch neu war. Ja, vor allem ihrer Spinnenfähigkeit kann sie das bestimmt richtig gut weben. Yes! Yes, okay. A new shroud. A veil of such beauty that all shall forget who lies beneath. Jabira, Sundus, we shall commence work immediately. Gut, wir wissen ja, dass das Ding schon in unserem Inventar ist, deswegen werde ich das gar nicht groß ansprechen, sondern nochmal. Die Schleimspur funktioniert ja anscheinend bei ihr. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie viel Dankbarkeit ich dafür empfinde, dass ich euer Werk erblicken durfte, Raficha. Ich werde diese Erinnerung in Ehren halten. Yes, yes, go away now. There's much to be done.
Nice, hat funktioniert ohne Kampf. Ein neuer Eintrag im Tagebuch. Rafica, die Mörderin des Unbekannten und seiner Mutter Badiat, ist in eine Riesenspinne verwandelt worden, die über ihrem Opfer wacht. Auch wenn sie abscheulich erschien, war ihr Herz das einer unsicheren Frau. Nachdem ich ihre Webarbeiten bewundert hatte, habe ich sie überredet, ein neues Leichentuch für den unbekannten Propheten zu anzufertigen, was es mir dann leicht machte, mir das alte zu verschaffen. Let's get out of here. Ja, verschwinden wir. I've got to take the shroud to Cabrina. Okay, ich komme mit euch. Oder... Ja, komm, wir ziehen das jetzt sofort durch. That isn't necessary. Nach allem, was wir durchgemacht haben, wollt ihr mir das Vergnügen eurer Gesellschaft verweigern? Dabei will ich sie die ganze Zeit loshaben. Very well. Join me if you must. Ja, Hauptsache, wir machen es jetzt sofort. Oh ja. Hello, Hexat. You're looking well, especially for someone who's just come from the tomb of the Unbrute. Have you got the shroud? Oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt echt gedacht, wir müssen wieder wochenlang warten, bis die aufkreuzt. Es geht, vielleicht werden wir Hexat gleich rausschmeißen können. I do. I believe this concludes my business with Anne. Ja, das hoffe ich doch auch. Oh, sie hat auch den Helm von Draco mir genommen. For the time being. Vorerst. Dieses Vorerst reicht mir. Ich mache nichts mehr mit Hexat. Mal schauen. Es sei denn, ich kriege jetzt eine Folgequest gleich. Also gibt Elt sich damit zufrieden, Hexat gehen zu lassen? I was an employee, not a slave. Okay. Hexat has done what El asked of her. If not quite as promptly as he might have hoped in the case of Dragomir's cask. Aber es gibt vieles, das Elle einer jungen, herumtreibenden Vampirin noch bieten kann. Und wir wissen alle, dass gerade diese Vampirin auch ihm viel bieten kann. Es sind also keine Brücken abgebrochen. Wenn Hexat etwas von Elle möchte, braucht sie nur zu fragen. I'll keep it in mind. See you around, Cabrina. All the way around this time, I hope. Farewell, Hexat. Oh mein Gott, es ist geschafft, Leute. Damit sind wir... Hex hat quasi los. Ich will eine Sache noch testen, weil sie hat gemeint, wenn... Oh nein, Kap... Ah. Willst du sofort gehen? Kein Problem. Aber Moment. Ihr scheint nicht froh darüber zu sein, wie ich gehofft habe. While El is to blame for my current state, he at least gave me a goal. A reason to keep moving forward in the world. Okay. Wir bleiben jetzt natürlich freundlich, ne? Ihr werdet andere Gründe finden, bessere. Ich glaube kaum, dass sie schlimmer sein könnten. I hope you're right. I fear you may be wrong. Das war's. Ich warte. Das war's, wir sind frei. Moment, was ist das hier? Achso, das ist Tagebucheintrag. Leute, wir sind frei. Wir werden Hexat das nächste Mal rausschmeißen und haben Platz für neue Personen und neue Quests, die wir in den letzten Parts links liegen lassen mussten. Es ist geschafft. Okay, der Part hat eine kleine Überlänge, aber das habe ich dafür gerne getan. Oh, welche Erleichterung. Ich bin jetzt richtig happy. Ich werde jetzt gleich eine Party schmeißen ohne Hexat. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Es gibt noch ein bisschen was zu tun hier in der Stadt. Und dann natürlich andere Charaktere. Wir können wieder zurück in die Wildnis, können was nachholen, was wir früher nicht machen konnten und so weiter und so fort. Jetzt geht's wieder richtig los hier. Und zwar das nächste Mal, wenn es hier weitergeht mit Let's Play Baldur's Gate 2. Also Freunde, bis denne!